Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns unglaublich, dass wir heute ein tolles Konzert spielen dürfen. Es ist das Abschlusskonzert von einem einwöchigen Workshop, den wir jetzt gehabt haben bei unserem Jazzinstitut der Musikhochschule. War sehr intensiv, aber ich denke auch sehr erfolgreich. Das werden wir heute dann Abend auch hören und sehen natürlich. Vielleicht. Ja, ich wollte es jetzt recht spannend machen, aber Sie sehen schon, der Herr, den ich gerade ansagen wollte, ist schon in der Nähe seines Instruments. Es ist ein Mann, der lange Zeit in München gelebt hat und in den 70er Jahren einen der führenden oder besten Jazzclubs überhaupt mitgeleitet hat und gerade in den 70er Jahren unglaubliche Programme da stattfinden hat lassen. Das war das Domicil, damals in München. Waren fantastische Abende. Er ist dann später in die Schweiz, hat da eine Jazzabteilung gegründet, hat sich schon immer um den Nachwuchs gekümmert, hat dann Abstecher nach Amerika gemacht, ist dann wieder zurück in die Schweiz, ist mittlerweile Wahlschweizer geworden. Und in verschiedensten Formationen haben wir uns da spielenderweise kennengelernt, in kleinen, großen Formationen, Big Bands und ja eben bis vom Quartett, von der kleinsten Formation bis zur größten Formation. Und er schreibt unglaubliche Sachen und ja, er war schon ein paar Mal bei uns. Er war ein paar Mal bei uns und er hat gesagt, ja Joe, so ungefähr, ja wann darf ich denn wiederkommen? Er hat gesagt, ja, dann brauchen wir ein neues Programm. Und tatsächlich hat er ein tolles neues Programm geschrieben vor 2 oder 3 Jahren. Und zwar für 4 Sängerinnen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir laden ihn ein. Und jetzt war er da und ist immer noch da und gibt jetzt das Abschlusskonzert. Joe Haider, viel Spaß. Thank you.
auch von Hallo. Auch von meiner Seite guten Abend. Ich muss eines berichtigen. Domizil war 65. Also das echte Domizil war das Kleine in der Siegestraße. Böse Zungen haben das auch als Trinkerheilanstalt bezeichnet. Stimmt aber nicht ganz. Und was ich noch hinzufügen wollte, ich habe damals studiert, ich war gerade fertig im Richard Strauss Konservatorium, aber mein eigentliches Konservatorium war das Domizil. Weil da war jede Woche irgendein anderer Solist da, meistens irgendwelche Ami oder Gojkovic, oder damals hat noch der Don Mensa in München gelebt, Benny Beli. Also ich habe damit alle bedeutende Dexter Gordon und Coleman Hawkins, also unglaubliche Leute gespielt. Und das Schöne war, ich hatte keine Ahnung. Das heißt, da hat man gelernt, ne? Der Johnny Griffin, die konnten ihre Rhythmusgruppe nicht mitbringen, weil der Dollar so hoch war. Versteht ihr? Und da haben sie mit uns Vorlieb nehmen müssen. Das war unser großes Glück. Es war Glück, wir haben Glück gehabt damals. Und der Johnny Griffin hat gesagt, wenn wir schon mit ihnen spielen müssen, dann bringen wir sie ihnen wenigstens bei. Und das hat er gemacht. Es war eine schöne Zeit, wunderbare Zeit. Und dieses Lied stammt auch aus dieser Zeit eigentlich. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das hieß ursprünglich Blues for Alf. Und gemeint ist da mein alter Freund Alf Brüstelin. Das war ein Journalist und ein Regisseur, der hat damals den Film gemacht, Berlinger, wo ich die Musik gemacht habe. Und die Hauptrolle hat Hannelore Elsner gespielt, die ja auch leider schon gestorben ist. Und der Brüstelin und die Elsner waren befreundet. Damals habe ich das Stück geschrieben und für ihn als Erinnerung, weil der hat ein tragisches Unglück, also er war betrunken, hat sein Auto stehen gelassen, ist mit dem Taxi gefahren und mit dem Taxi tödlich verunglückt. Also sehr tragisch, ist schon lange her. War ein toller Typ und deswegen Blues for Alf. Ja, jetzt heißt es anders, Blues, wie heißt es? Hä? Red mal lauter, wir sind doch unter uns. Nein, jetzt, wie hieß das gerade? Back to the Roots heißt es. Ja, und da hört jede von den Damen hat ja eine Liedstimme zum Singen. Hier hören Sie die Fiona Grund. Und das erste Solo spielte der Louis Burger am Tenorsaxophon. Und jetzt kommen wir zum zweiten Stück. Das, ja, weiß nicht, das ist ein Ausspruch vom, wie heißt er, Nathan Davis, der auch schon oft hier in München war. Nathan Davis hat damals immer gesagt, you have to listen to the inner ear, das sei important. Und da habe ich ein Stück geschrieben, the inner ear. Viel Spaß, Dankeschön.
Dankeschön. Hier hören Sie den Nico Siebeck am Tenorsaxophon. Und den Sebastian Kölbel an der Trompete. Ja, hab ich einen Zettel. Ist doch herrlich, die passen alle auf mich auf. Danke. Aber noch kann ich. Also, und dann hat noch der Luis Burger wieder gespielt, diesmal auf dem Sopran. Ne? Die Damen haben diesmal Ubel-Dubel-Dubel nur gemacht. So, ne? Als nächstes hören Sie einen langsamen Blues. Also, da muss ich dazu... wissen Sie, ich habe neulich meine Bekannte oder Partnerin in der Schweiz, hat klassische Komposition studiert, aber das ist irgendwie, das geht dann so. So ist das den ganzen Abend. Und ich bin von einer anderen Generation, irgendwann ist mir das auf die Nerven gegangen, habe ich also den Saal verlassen, bin dann rumgelaufen, wieder gekommen, habe ich mit einem jungen Komponist geredet und habe nur mal gefragt, ja, was ist denn mit dem Johann Sebastian Bach? Da hat er zu mir gesagt, Herr Heider, sind wir doch froh, dass wir das überwunden haben. Da habe ich also gestaunt, das wäre jetzt genauso, wie man im Jazz den Blues vergessen würde. Das ist das Fundament. Also wo jeder, wo in seinem Leben Klavier gelernt hat, hat Bach gespielt, behaupte ich. Jeder vernünftige Pianist hat irgendwann mit Bach zu tun. Weil das ist ja erstmal für die Unabhängigkeit und überhaupt nicht auf die Noten schauen, also nicht auf die Taschen schauen, Entschuldigung, ganz wichtige Ausbildung. Und wir spielen eben diesen Blues, der Asser Blues, in, das ist eine ganz interessante Harmonie, weil es ist eigentlich, Moment, Tonal nennen wir das in der Fachsprache. Eberhard Weber, der leider auch ein so wunderbarer Bassist aus Stuttgart, hat gemeint, Dreiklänge mit falschen Bässen. Und das hören Sie jetzt, Dreiklänge mit falschen Bässen. Viel Vergnügen. Thank you.
Ja, hier hat wieder der Nico Siebeck, diesmal an der Bassklarinette. Dann hat wieder der Luis Burger am Sopransaxophon. Und dann hat eben der wunderbare Jakob Jäger am Bass gespielt. Verstehen Sie, der spielt jetzt nur so oft, weil normalerweise hätte da auch jetzt ein Posaunensolo sein sollen, aber da die Jatzer nicht konnten, musste der Herr Reichstahler in der Klassikabteilung nachfragen. Ne? Und die Klassiker spielen zwar wunderbar Posaune, haben aber von Solo keine Ahnung. Ich habe ihn ja gefragt, ne? Abgelehnt. Aber er spielt gut Posaune, das ist alles. Also, jetzt kommt die erste. Ja. Jetzt kommt die erste Herausforderung für uns alle. Da wünsche ich schon mal alles Gute, gell? Und Ihnen schnallen Sie sich mal an. Jetzt wollen wir alle hoffen, dass wir das gut über die Bühne bringen. Und zwar handelt es sich von Charlie Parkers Coco. Ne? Das ist eine, weiß nicht, wir kennen eine alte Aufnahme, Dizzy Gillespie mit Charlie Parker. Unglaublich. Also die haben es damals 300 gespielt, wir spielen es nur mit 250. Was? 250. Aber immerhin. Ne? Also, viel Vergnügen.
meine Damen und Herren, da kann man die jungen Herren, das sind ja alles junge Musiker, es macht großen Spaß, mit denen zu arbeiten. Und das, ich sage immer, wir spielen zusammen. Das haben wir machen. Deswegen habe ich Wert darauf gelegt, dass ich selber Klavier spiele. Und ja, das ist gut. Ne? Also, das ist, ich finde das großartig. Verstehen Sie, das, die kommen ja erst. Ne? Ich bedauere das sehr, dass die nicht das Gleiche wie ich erleben dürfen, weil wir haben, wo ich jung war, monatelang gespielt, ein Engagement von 8 Uhr abends bis morgens um 4. Monatelang. Ich bin dann zwischendurch mal wieder heim und habe immer gehofft, dass mich meine Tochter noch erkennt. Wir waren also rot, es war herrlich. Um 6 Uhr morgens Jam Session in Hamburg auf dem Fischmarkt, das vergesse ich nie. Haben Sie mal eine Jam Session um 6 Uhr besucht? Das ist unglaublich. Sind alle gekommen. Wo, wissen Sie, wo es das auch gibt? In San Francisco am Hafen gibt es auch morgens um 6 Uhr Jam Session. Habe ich mit Interesse verfolgt. Das Einzige, wo ich für die jungen Musiker heute bedauere, dass sie nicht, wissen Sie, beim Spielen holt man sich doch eigentlich, wie sagt man, die Erfahrung. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn normalerweise machen wir ja nach Coco eine kurze Pause, aber heute ist ja Streaming. Ich muss aufpassen, dass ich recht spreche, ich bin Schwabe. Ich habe es mit dem SCH, oder? Streaming. Also es ist doch ein Applaus mal wert für die ganze Truppe, oder? Das muss man denen das alles beibringen. Ne? Es macht riesigen Spaß, man kann Ihnen nur sagen, mir auch als alter Herr. Ich werde jetzt in 10 Tagen, werde ich ja schon 86. Ja, Moment. Wer hätte das gedacht, oder? Ich auch nicht. Und ich sage euch, ich bin so dankbar, dass ich noch überlebe und vor allem, dass ich noch spielen kann. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon einige Baustellen hinter mir, also auch Ersatzteile haben schon angefangen. Wisst ihr was, Ersatzteile, ne? Hüfte, Bandscheibe, Schrittmacher. Wollen Sie noch mehr wissen? Aber es geht noch, ich laufe noch ohne Stock, kann mich doch selber anziehen und auch waschen. Ne? Also ich lasse mir auch ungern helfen, wenn ich sage, wenn ich das anfange, ist aus. Ne? Wissen Sie, warum ich so lange jetzt rede, damit ihr ein bisschen verschlaufen könnt, deswegen. Gut, jetzt kommen wir zu einem schönen Lied. If I Were a Little Bird. Das passt sehr gut durch die Corona-Zeit. Weil neulich hat einer zu mir gesagt, am besten ist man verschwindet. Dann habe ich gefragt, ja, wohin? Oder? Wohin kann man verschwinden? Ist überall das Gleiche. Und da ist mir eben ein altes Lied wieder in den Sinn gekommen. Rauf! Ne? Vogel werden. Von oben alles angucken, ne? Was gewisse Leute immer uns erzählen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja verschiedene Ministerpräsidenten, vor allen Dingen in Bayern. Die sehr zweifelhafte, ja gut, gehört nicht hierher. Auf das spielen wir jetzt und jetzt haben Sie auch mal wieder Text. Ne? Viel Vergnügen. Thank you.
Dankeschön. Hier hören Sie Inessa Bratsnikova. Als Solistin hörten Sie den Nico Theodosiadis. An der Flöte. Und wieder den Louis Burger am Sopran. Ja, sonst niemand, oder? Vielleicht ist schon mal die Gelegenheit, die Gesangsgruppe vorzustellen. Erste Sopran Amelie Scheffels. Zweiter Sopran Inessa Bratsnikova. Erstes Alt Fiona Grund. Zweites Alt Sarah Haun. Gut, jetzt kommt die zweite Herausforderung. Das ist ein Stück vom, das nächste Stück ist ein Stück vom Joe Henderson. A Shade of Jade. Ich sage nichts. Viel Vergnügen. Oh,
singt das erste Mal. Gut. Nur zum Weihnachtswesen. Dankeschön für Shade of Shade. Ja, jetzt kommen wir zur ersten Ballade. She was looking at the moon. Da muss ich Ihnen leider erzählen. Es handelt sich um die erste Mondfahrt im gewissen Sinn und es handelt sich um eine Tochter. Meine Tochter ist leider 1969 tödlich verunglückt und ich habe ihr versprochen, wenn die Mondlandung ist, wecke ich sie. Oder? Da sind wir zu dritt, Frau, Mann, Kind, auf dem Sofa gelegen und haben der Mondlandung zu. Geschaut. Und deswegen heißt das Lied She was looking at the moon. Das war das Letzte in ihrem Leben. Und ja, da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Singen du die Fiona Lied. Dankeschön. We lost the time.
Dankeschön. Dankeschön. Fiona Grund. Fiona Grund. Und dann hat noch gespielt Flügelhorn, Sebastian. Der Luis hat schon wieder gespielt. Ja, dann habe ich noch verträumt dahin geplätschert. Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir ja fast am Ende. Aber da wollte ich mich erst einmal bei den Musikern, bei den Jungen bedanken. Also Sebastian Köbel, Trompete. Ming Zhu Liu. Er kommt aus China, ha? Schwerer Name. Michael Haas an der Bassposaune. Und dann haben wir den Nico Theodosiadis, Alto Flöte. Und dann haben wir noch einen Nico Siebeck, Tenorsax, Bassleine. Und dann haben wir den Luis Burger, Tenorsax, Sopransax. Dann haben wir den Jakob Jäger am Bass. Und dann haben wir den Pascal Haas am Schlagzeug. Und dann haben wir die Amelie Scheffels, erste Sopran. Inessa Bratznikova, zweite Sopran. Fiona Grund, erstes Alt. Und die Sarah Haun, zweites Alt. Leider Gottes habe ich für die Sarah keine Liedstimme geschrieben. Hab mich entschuldigt, das nächste Mal. Das macht nichts. Ja. Ja, meine lieben jungen Kollegen, ich wünsche euch für eure Zukunft alles Gute. Macht so weiter. Es ist alles wunderbar. Okay? Dankeschön. Ja, jetzt geht es erst los, weil jetzt kommt der Mann, der das Ganze macht oder leitet oder wie man das nennt. Der macht es schon seit Jahren. Ab und zu ladet er mich ein. Wunderbarer Musiker, Kollege, Freund Klaus Reichstaller. Der wird uns mit uns jetzt das Abschiedslied spielen, Moving Out. Passt doch gut nach dem Stück Moving Out. Also, vielen Dank, meine Damen und Herren, und bleibt gesund und frohe Weihnachten und gutes Neues. Wiederschauen. Take a hit, but we do the wrong, and now we play the song.
the one and only Joe Haider. Joe Haider. Klaus Reichstaller. Wir kommen jetzt zur ersten Zugabe. Das sage ich schon seit Jahrhunderten. Wirkt immer noch. Ich muss da Folgendes sagen. Meine Mutter hatte nach dem Krieg so eine Art Artistenpension, ein bisschen Geld einzunehmen. Und da wohnten für Zauberkünstler alles Mögliche. Wir haben eine große Wohnung gehabt. Und einer war der Herr, ein wahnsinniger Zigeunergitarrist. Toll, wirklich. Und meiner Mutter, ihr Lieblingslied war Solveig Song von Edvard Grieg aus der bekannten Suite. Und immer wenn der die Miete nicht zahlen konnte, hat er sich vor ihrem Zimmer aufgebaut, hat immer Solveigs Lied gespielt, bis sie gesagt hat, okay Billy, kannst nächsten Monat zahlen. Und ich spiele zur Einleitung zu dem Stück und ich spiele das Stück zu sehr gern auch ans Andenken meiner Mutter und dann gehe ich in das eigentliche Lied. Normalerweise, wenn ich jetzt so über die Lande fahre, privat, und irgendwo einkehre und es steht ein Klavier da, spiele ich meistens. Ich habe aber mit Schrecken festgestellt, in manchen Restaurants das Klavier abgeschlossen ist, oder? Aber in vielen spiele ich, und da mache ich eigentlich immer die Preisrätsel und sage, spiele das Lied und sage, wenn jemand mir sagen kann, A, wie es heißt, B, wer es komponiert hat und C, aus welcher Suite zahle ich ihm ein Bier. Sie werden lachen, haben viele gewusst. Ich habe viel Bier zahlen müssen. Thank you.
Joe Heider and the UMPA Jazz Ensemble plus Voices. Ein Gentleman, er bedankt sich bei jedem Einzelnen. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie
heute zu uns gekommen sind in die Black Box. Und gerade in den heutigen Zeiten ist es für uns sehr wichtig, für die jungen Künstler Publikum zu haben. Und auch vielen herzlichen Dank an die Gasteig GmbH für den Livestream, der bestimmt sehr, sehr gut geworden ist. Den kann man auch nachträglich abrufen und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald, wir sehen uns und schöne Feiertage und schöne Weihnachten. Joe, that's for you. Merry Christmas. Tschüss, kommen Sie gut nach Hause.